Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Stream hier. Diesmal spielen wir das Spiel Paladin. Wie man sieht, ist Paladin ein bisschen anders grafisch orientiert, also mehr Comic-Grafik. Das ist eine interessante Grafik, also nice Engine, kann man so sagen. Und prepare for battle. Es ist auf jeden Fall ziemlich nice gemacht, das Spiel. Ich habe es jetzt ein paar Mal gespielt, wollte eigentlich auch schon ein Video aufnehmen. Hab nur leider ein bisschen verkackt dabei, indem ich nämlich meinen Ton runterreguliert habe und jedes Mal die Spieltöne alles übertönt haben. So. Dann hatte ich noch ein Video hochgeladen, da hat es übelst gelaggt, das ist jetzt nicht mehr so. So, jetzt gucken wir mal, ob wir immer noch so gut sind wie vorher. Schon der erste Tod. Kann auch sein, dass wir jetzt später spielen und jetzt kommen die ganzen Pros raus, die vorhin noch geschlafen haben. Da ist er wieder, yeah. Oder ich bin jetzt im Verliererteam. Kann passieren. Muss aber nicht. Ja, komm her, ich bin durch, da ist sie. So. Dich, den krieg ich auch noch. Wow. So. Wer sagt's denn? Läuft doch bei mir. Der da immer in die entgegengesetzte Team Base zu bringen. Sprich, jetzt momentan hat es das gegnerische Team gecaptured und wir wollen es natürlich wieder haben. Beziehungsweise wollen es genau in die andere Richtung drehen. Die haben jetzt einen Punkt dafür, dass sie es einmal gedreht haben. Jetzt wollen wir uns auch einen Punkt holen, dafür, dass wir es zurückdrehen quasi. Und verhindern, dass sie uns mit diesem Wagen schachmatt setzen. Weil wenn der Wagen bei uns in der Base ist, haben wir automatisch verloren und die automatisch gewonnen. Das heißt für die zwei Punkte, einmal fürs Erobern und einmal für die Base zerstören. Ja, das wollen wir natürlich verhindern, weil wir sind ja natürlich liebe Spieler. So. Das Ganze hier läuft ein bisschen. Ich hab nur sich ab, aber langsam. Wow. So. Den habe ich auch noch gekriegt. Also man merkt, es ist ein Shooter, der auch wirklich Spieler irgendwie Spaß macht, weil du hast ja auch die typischen klassenbasierten Sachen. Keiner ist ein Tank. Heiler Tank. Verteidigung erfolgreich, es steht 1-1. Die typischen Rollenverteidigung. Nach der Verteilung, nach dem Motto, jo, hier haben wir einen Tank, einen Heiler und die DDs. Zum Beispiel der kleine Freund hier in diesem komischen Ruhr, da, der hier eben noch stand. Das ist unser Tank, da ist er. Jetzt ist er wieder hoch. Das ist übrigens eine lustige Freizeitbeschäftigung. Runterfallen. So, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, dieser kleine Engel hier ist unser Heiler. 5, 4, 3, 2, 1. Ja, also ich habe mich ein bisschen eingespielt. Gut kenne ich mich auch nicht aus. Also die Basics, glaube ich, habe ich mittlerweile verstanden. Jo, mehr
Fancy Basics verstehe ich grundsätzlich nicht. Ein Tod voraus. Macht das nach. Hm. Ja, sterben ist auch schon eine Art von Skill. Wir haben übrigens die typische Ego-Perspektive, was ich jetzt gar nicht so schlimm finde. Nein. Immer auf mich. Ich stehe immer falsch. Ja, das muss ich hier echt noch lernen, das mal funktioniert richtig gut und dann, ja, bin ich mich wieder letzten Loop. Have you met my friends? Aber ich bin ja auch nur ein Casual-Gamer, okay. Pro-Gamer, ne? Das könnte hier vergeben, das Game. Das habe ich meistens irgendwie Teams gehabt, wo wir alles so gewonnen haben. 15 seconds remaining. Wo ist denn hier so gut? Hab ich genug Leben? Sieht gut aus. So. Und wenn wir das jetzt gewinnen, dann brauchen wir gleich noch einmal die Mitte holen. Dann haben wir gewonnen. So, jetzt lässt ja noch einmal die Verlängerung spielen. Jetzt wirklich ein interessantes Match werden. Ich jetzt auch, ich habe glaube ich 4 oder 5 Matches gemacht und das ist das erste Mal, dass ich das jetzt so erlebe. Das ist gar nicht mehr so schlecht, finde ich. Also könnte öfters so laufen. Ja. Das hat schon so einen Reiz, wenn es ein bisschen ausgeglichener ist und nicht so einseitig. Wenn die eine Seite immer so wascht und die andere ja schlecht defensiv spielt, also wirklich schlecht. Und hier haben wir ein gutes, gemischtes Spiel. Ja.
getötet, hat er mich getötet. Das ist nicht ein klassisches Kill-Kill. Kill-Kill. Ja, wie immer mein Tee bei mir. Na gut, wir haben jetzt 2 Minuten Zeit, den Hund zu schieben. Aber die werden wahrscheinlich in ihrer Base wieder so extrem treffen. Wie wir es eben schon gesehen haben. Gucken, ob das Match, nächste Match auch so spannend wird. Boah, rein. Jetzt echt nur wildes Anlaufen, weil schieben werden wir es nicht mehr ganz können. Also kannst du nicht bis dann absetzen. So. Natürlich, jetzt können wir es noch die letzten 17 Minuten besuchen. 15 seconds remaining. 15 seconds remaining. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Natürlich immer das überkommt. So, das müssen wir uns nicht angucken. Das heißt, da drüben Escape, wir springen das Ganze. So, ja, einen epischen Skin haben wir freigeschaltet. So, Klassenbester. Das ist ja immer das Interessante für mich. 23 Todesstöße. Ich bin mal Klassenbester. Das bin ich ja noch nie gewesen. Also, ohne Lachs spielt sich's besser. Merken wir uns. Kommen wir zu der Statistik. Oh, die Credits, die ich verdient habe, sind nicht schlecht. Ah, die könnten besser sein. Ja, 8-mal gestorben. Ihr habt gesehen, warum. Das sind echt dumme Fehler dabei gewesen. Ja, denn ein erneutes Spiel, würde ich sagen. Also das Glück ist nicht herausfordernd, aber ich finde No Match, No Fun. So, ein Champion bleiben bei ihm. Oh, er ist vergeben.
Ja. Dich kenne ich noch nicht. Nehmen wir dich mal. Könnte jetzt interessant werden. Tanky-Schränke fehlt. So, Booster. Nee, brauchen wir nicht. Die brauchen wir noch nicht. Ich finde, Tanks brauchst du nicht. Wenn der Schaden wirklich groß ist, dann brauchst du auch keinen Schrank. Tank. Ah, Grüßes ist wieder dabei. Customize your champion. It's just business, kid. Könnte interessant werden. So, Grüßes ist dabei. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat, aber also das da über ist auf jeden Fall wohl die Güne. Grüßes ist der Spieler. Woman, old, no. Ist das ein guter Spieler oder... Ich habe keine Ahnung, ganz im Ernst. Es gibt Sachen im Leben, die weiß selbst ich nicht. Und das ist eine ganze Menge, die ich nicht weiß. Ich weiß auf jeden Fall, wenn wir Shift links drücken, können wir aufsetzen. So, seht ihr, ein bisschen was weiß ich also doch. Zum Beispiel, dass wir jetzt erstmal im Kreis reiten, bis das hier alles aufgeht. Wenn es denn aufgeht. 5, 4, 3, 2, 1. And so it begins. Das heißt schon natürlich so ein bisschen MOBA-Style, da hast du mehrere Helden, hast du Auswahl. Quasi, oder Kämpfer. Wie man das nennen möchte. Waffen da! Okay. Ja, wenn man direkt ein Viech kommt, dann stirbt man auch direkt als Erster. Dumm gelaufen. Durchschlagschaden ist echt eine Liter kleines. Ja, macht schon mal nicht so viel Schaden. Hätte ich mich mal für einen anderen Helden entscheiden sollen. Das war eine Schadensklasse, aber ich finde, der Schaden ist echt miserabel minimal. Außerdem schon mit dem Helm. Klar. Ja.
Vielleicht spiele ich den doch einfach nur extrem falsch. Ich habe keine Ahnung. Hier sieht man's Paladins. Champion of the Realm. Point spawning in 15 seconds. Behind us. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Ja, ich fühle mich jetzt eher so wie so ein Unterstützer, der aus der Ferne irgendwo hinten rumlungert und nichts anderes macht als aus der Ferne Schaden. Serie hat man schon mal geschafft. Das war es aber auch schon. Das ist ein Erfolgsereignis. So. 15 Sekunden. 10. Wenn wir es gewinnen, dann haben wir das ganze Match gewonnen. 6, 5, 4, 3, 2. Overtime. Victory. So. Wunderbar, das gesamte Match ist gewonnen. Ich glaube, das reicht jetzt erstmal aufzuzeichnen. Ich hoffe, ihr hinterlasst mir irgendwie ab ein Like oder irgendwelche Kommis, wie schlecht ich gespielt habe. Ja, Link und Co. findet ihr wieder in der Description auch zum Spiel. Ja, dann viel Spaß beim Schauen und weiter mit dem Schauen. Und euch dran abonnieren nicht vergessen.